Übrigens, hier, dein Low-Carb-Buch. Frau Hartenberg, was ist denn hier? Gerne. Ey, Wolle, sieht man sich wieder? Was soll das jetzt bitte? Entschuldigung, aber das Buch ist echt der Hammer. Ich habe schon 5 Kilo abgenommen. Ey, Carina, gut siehst du aus. Echt für Sie. Nehmen Sie mal Platz. Sie nehmen vorne Platz, bitte schön. So, Auto gut eingeparkt. Alles in Ordnung. So, ja, jetzt sollen Sie als Zeuge hier aussagen. Als Zeuge muss man die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Benjamin Ginnrich, 35 Jahre alt. Sie wohnen in Geberling. Sie sind ledig, Kfz-Mechaniker, verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Wenzel sind Sie nicht, oder? Nein, aber in Geberling, da kennt man sich so. Ey, übrigens, sorry nochmal für meine Verspätung. Ich muss halt einen Parkplatz suchen. Gut, also Ihr Freund, der Hakenberg, hat uns da schon informiert. Ja, hab schon gesagt, ist so schlimm. Ja, und dann habe ich noch so eine hübsche Azubinerin kennengelernt in ihrem schicken Gerichtssaal. Also echt, Benjamin? Ja, was denn? Was soll ich machen, wenn hier so hübsche Frauen rumlaufen? Hallo? Oh, das ist unmöglich, dass du immer nur mit deinen Genitalien denkst. Ey, sag mal, kommst du jetzt mal bald wieder runter? Sind halt alle nicht so verklemmt wie du. Du bist eine richtige Klemmschwester. Ein Wunder, dass du noch keine Freundin hast. Das ist kein Wunder, das will ich selber so. Eine Frau würde mich doch nur total einhängen. Ich will meinen Spaß haben, hallo? Also, Spaß, gutes Stichwort. Gehen Sie deshalb ins Schakalaka? Ja, auch. Ich meine, da braucht man halt nicht großartig rumdiskutieren. Man kennt sich, es ist wie eine familiäre Atmosphäre. Die Frauen kommen dann direkt auf einen zu. Du bist gut, echt also total billig. Stelle ich mir jetzt was anderes vor, aber gut. Ist dir noch schon mal durch den Kopf gegangen, dass die das Mädchen das nicht aus Spaß an der Freude machen? Dass sie sich überwinden müssen, um dich ranzulassen? Wahrscheinlich sind das auch noch sogar Verschleppte aus Osteuropa. Also hören Sie mal, Wolle und ich führen noch kein illegales Bordell mit irgendwelchen Frauen aus Osteuropa oder so. Wir haben einen anständigen Laden. Und die Frauen bei uns, die arbeiten dort alle freiwillig. Das hängt ja wohl davon ab, was man unter freiwillig versteht. Gerne macht das bestimmt keine Frau. Das ist ja wohl der ätzendste Job der Welt. Na, also, und das auch noch in meiner Nachbarschaft, das ist nicht zu fassen. Also, ich sehe die Sache ganz anders. Also, der Laden läuft doch gut, oder, Carina? Wir müssen jetzt sogar noch mehr Mädchen ins Boot holen, weil die Nachfrage so groß ist. Was meinst du, wo die Freier alle herkommen? Ja? Nehme ich euch euren feiern Schlafzimmer. Ja, das direkt im Puff. Das ist doch totaler Blödsinn. Blödsinn, es ist aber so. Die trauen sich mich nur ihren Mund auf nicht zu machen, weil sie nämlich hier Angst haben, dass ihr vor die Tür setzen würdet. Ach, als ob unsere Männer alle Tiere wären. Der spinnt doch. Also Sie sind jetzt einfach mal ruhig da hinten. Sie sind nicht dran. Und wir hatten die Diskussion, einmal und einmal müsste eigentlich auch reichen. Und deswegen kommen wir zu Ihnen, zu dem Abend, an dem Sie fotografiert worden sind. Haben Sie es mitbekommen überhaupt? Wissen Sie, wann das war? Ja, so gesehen habe ich jetzt direkt niemanden. Das muss an einem Montagabend, so genauer gesagt der 23. Juli gewesen sein. Wieso wissen Sie das sicher? Ja, das weiß ich, weil der Volker, der hat mich an dem Tag da abgeholt. Und wie kam es dazu? Ach, ich wollte mir einfach nach Feierabend mal ein schönes Stündchen machen, ja, mit der süßen Monika da hinten. Und ja, mein Auto ist kaputt gegangen und da hat mich ein Kollege da abgesetzt im Chakalaka. Dann rief mich zwischendurch der Volker an. Ja, wollte mit mir noch auf ein Bierchen anstoßen und ja, aber hätte ich gewusst vorher, dass es halt so ein Ausmaß nimmt, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Auf den Plakaten waren ja dann am Ende Sie auch abgebildet. Hat es für Sie auch Konsequenzen gehabt? Ja, Konsequenzen direkt nicht, aber es war mir schon unangenehm. Vor allem auf der Arbeit haben sie mich ständig verarscht, ja. Und auch meine Mutter war nicht ganz begeistert darüber. Aber das alles nichts im Vergleich dazu, wie es dem Volker jetzt da geht, ja. Haben Sie sich nicht einen anderen aussuchen können? Ey, der ist echt der treue Mann in Person. Dass Sie ihn da hingehängt haben, ist echt... Das gefällt mir und absolut. Und was war mit der Kellnerin aus der neuen Kneipe vom Marktplatz, ha? Was soll denn das schon gewesen sein? Nichts. Außerdem ist er dir gar nicht mehr Rechenschaft schuldig, weil ihr seid nicht mehr zusammen. Er blamiert mich doch zusätzlich mit vor der ganzen Gemeinde. Weiter Fragen? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt auf den Platz nehmen. Dankeschön. Dann hören wir uns mal Monika Fiesele an. Die Dame arbeitet im Chakalaka. Guten Tag, Frau Fiesele. Nehmen Sie mal bitte Platz. Das ist sie doch! Was ist denn los, bitte? Das ist die Dame, die vor meinem Institut die Männer angequatscht hat. Sagen Sie mal, geht's noch? Ich mache nur meinen Job. Ja, trotzdem, nachdem wir es so gehört haben, sollten Sie sich schon mal überlegen, wann das angebracht ist. Naja, ich kann ja auch nicht wissen, wer von seinen Kunden zu uns will und wer zu ihm. Und, also ja, ich bitte Sie, ein trauernder Mensch, der sieht sicherlich anders aus als jemand, der ein sexuelles Abenteuer sucht. Na. Der eine so, der andere so, oder? Wissen Sie was, Sie sollten sich schämen, dass Sie so einem Beruf nachgehen. Ist die Emanzipation an Ihnen völlig vorbeigegangen? Sind Sie sich so wenig wert, dass Sie sich für Geld an Männer verkaufen müssen? Aber ich muss überhaupt nichts, ja? Das möchte ich mal klarstellen. Ich muss gar nichts, okay? Aber wegen Ihrer Berufswahl steht unser ganzer Ort Kopf. Na. Da ist der Teufel los. Jetzt laden man Sie kann, doch nicht alles, was in der Stadt schiefläuft, auf der Dame hier ab. Also bitte, eins nach dem anderen.
Zunächst mal, Sie sollen ja als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Sie heißen Monika Fiesler, Sie sind 28 Jahre alt, Sie wohnen in Geberling, Sie sind ledig, Prostituierte, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Verwandt, verschwägert mit dem Herrn Wenzel sind Sie nicht. Nein, ich kenne ihn auch nur, weil er halt neben unserem Chakalaka sein Totengräbergeschäft hat. Und dürfte ich vielleicht zu der Dame noch mal was sagen? Wenn wir danach ungestört weitermachen können, von mir aus. Wissen Sie, ich habe nämlich wenigstens das Glück, dass ich mir meine Kundschaft selber aussuchen kann. Und Arbeit ist nun mal Arbeit, ja? Und wissen Sie, es gibt halt auch Arbeit, die man nicht so toll ist und die man trotzdem machen muss. Das wollte ich nur mal klarstellen, okay? Also, Sie wissen ja, es ist ein Foto gemacht worden, oder jeweils ein Foto gemacht worden, vom Herrn Ginnrich und vom Herrn Hackenberg. Aus dem Ganzen ist ein Plakat gemacht worden und das soll in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli der Angeklagte Herr Wenzel in ganz Geberlingen aufgehangen haben. So. Und auf diesem Plakat sind die beiden Herren noch als Ehebrecher tituliert worden. Ja? Jetzt hat der Hackenberg gesagt, er sei nie bei Ihnen gewesen. Das stimmt, der war auch nie bei uns. Es ist nur so, der war einmal da, als er den Benny geholt hat. Benny ist Benjamin Ginnrich. Genau, der ist Stammkunde bei uns und den haben wir auch eigentlich alle ganz gern. Sie hören es von allen Seiten. Ja, wenn man so eine Frau sieht, hallo, wer sagt da nein? Da verprügelt er wahrscheinlich auch sein gesamtes Geld. Das kann dir doch egal sein, oder, du alter Totenkopf? Das ist lächerlich. Überhaupt kein Grund, den Angeklagten hier zu beleidigen. Wir könnten doch alle in Ruhe arbeiten, wenn Sie nicht die ganze Zeit so rumstänkern würden. Ja? Zuerst haben Sie mir noch leid getan, weil Sie immer so allein in Ihrem dunklen Geschäft da hocken. Ach, aber mittlerweile, Sie lassen uns ja einfach nicht in Frieden. Haben Sie denn auch mal persönlich mit ihm gesprochen? Ja, an dem Tag, bevor überall die Plakate aushingen, bin ich zu ihm hin, weil ich mal ganz in Ruhe mit ihm reden wollte, ihn etwas beruhigen, etwas besänftigen. Und ja, er stand dann an seinem Schreibtisch und druckte jede Menge großer Zettel aus. Der druckte gerade große Zettel aus, als Sie reinkamen. Wie hat er dann reagiert, als Sie plötzlich da waren? Er hat den Stapel sofort umgedreht und hat ihn verschwinden lassen. Und haben Sie gesehen, erkennen können, was auf den Zetteln war? Ja, nicht ganz genau. Also es war ein dunkler Aufdruck, war darauf, recht groß. Und daneben lag eine Rolle Panzertape. Also ich gehe davon aus, dass es sich bei diesem großen schwarzen Aufdruck um das Foto von Herrn Ginnrich und Herrn Hackenberg gehandelt hat. Ach was, ich habe es doch schon einmal gesagt. In dieser Mappe sind Prospekte von meinen Sargherstellern drin. Natürlich mit großen Fotos und Beschreibungen. Dann versuchen wir das doch mal zu klären. Sagen Sie mal, sah das so aus, was er da ausgedruckt hat? Oh nein. Kann ich es auch rausnehmen? Sie sagen, er hat es gerade gedruckt. Nein. Sah das so irgendwie aus? Nein, eher nicht. Eher nicht? Nein. So eher ja. Vielleicht? So sah es aus. Kann es nicht sein, dass Sie das jetzt extra behaupten, um Ihren nervigen Nachbarn eins reinzudrücken? Ach, wieso soll ich das machen? Und außerdem, wenn er nichts zu verbergen hat, warum hat er die dann versteckt, die Zettel? Ja? Entschuldigen Sie bitte mal, ich war lediglich bald zu Tode erschrocken, wie Sie mit Ihrem Nuttenfummel, mit diesem grellen Teil plötzlich neben mir stehen, in meinem Institut. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt jemand von meinen Kunden hier reinkommt, was sollen die von mir denken? Wissen Sie, so langsam reicht's mir eigentlich. Wissen Sie, halten Sie mich eigentlich total für blöd? Ich habe mich natürlich vorher umgeschaut, dass keiner da war. Als ob Sie und Ihr gesamtes Gesindel da interessiert, wie es mir und meinen Kunden geht. Mir reicht's, wissen Sie das? Ich habe wirklich, oder wir haben versucht, einen Schritt auf Sie zuzumachen, ja? Wir haben es wirklich versucht, aber Sie stänkern einfach nur rum. Und dann so kranke Aktionen mit solchen Plakaten. Was glauben Sie eigentlich, was Sie davon haben? Unser Geschäft boomt nach wie vor. Ich habe keine Plakate aufgehängt. Ich sag's noch zum hundertsten Mal. Wissen Sie was? Und außerdem, Herr Richter, wir planen jetzt noch bekannter zu werden. Über Geberling hinaus haben wir jetzt Internetaktionen gestartet bei sozialen Netzwerken. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Natürlich ist das mein Ernst. Und die Leute, die müssen uns nur anklicken, uns liken, uns mögen, gefällt mir drücken. Und dann bekommen Sie unsere Special-Angebote zugeschickt. Und so möchten wir jetzt noch mehr Kundschaft in unser Chakalaka. Ja, aber das... So etwas muss man doch stoppen, Herr Richter. Entschuldigung, aber ich habe jahrzehntelang mein Institut aufgebaut. Und mein Name ist ein guter Name, der dahinter steht. Und jetzt sollen in Zukunft vielleicht noch mehr Freier und noch mehr Nutten vor meinem Geschäft herumlaufen. Wie wollen Sie das denn stoppen? Können Sie mir das mal erklären? Sex ist das älteste Gewerbe der Welt. Wie wollen Sie das denn stoppen? Eben. Wollen Sie das abschaffen, oder? Da wird mir schon noch was einfallen.
Das können Sie mir glauben. Seh's doch mal so, wenn die bei dir, da, die Freier, sind doch auch zukünftige Kunden bei dir. Ist doch cool. Das ist doch geschmacklos, oder? Am besten noch ein Stein gemeißelt. Sie sagen, da wird mir schon noch was einfallen. In welche Richtung denken Sie denn da? Ja, wollen Sie das Internet abschaffen oder was? Nein, ich sag Ihnen was. Erstens mal wird es Zeit, dass Sie verschwinden. Und wenn es nicht so ist, an die Herren hier im Saal. Ich werde jeden auffliegen lassen, der in diesen Puff geht. Denn ich kenne eine ganze Menge Leute hier im Ort. Das können Sie mir glauben. Und ich werde jeden auffliegen lassen. Und ich werde die Leute anrufen. Jawohl. Sie bitte jetzt. Ich werde auffliegen lassen. So wie Sie es auch mit Volker Hackenberg und Benjamin Ginnig gemacht haben. Die haben es ja auch verdient. Wir haben gar nichts verdient. Wir haben noch nicht mal was gemacht. Also komm mal hier ein bisschen klar. Jetzt sind wir aber der Sache doch näher gekommen. Die haben es verdient, oder? Naja, hätten sie, haben sie es ja eigentlich. Die hätten es verdient. Gerade haben sie noch gesagt, die haben es verdient. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Wenzel, ich befürchte, aus der Geschichte kommen Sie jetzt nicht mehr so leicht raus. Sie haben gerade gesagt, ja, die haben es ja auch wirklich verdient. Nun, ich sag Ihnen was. Da sind noch mehr, die es verdient haben. Und ich werde auf meinem Grundstück eine Kamera installieren. Also mein Grundstück. Sehr gute Idee. Aber Ihnen ist schon klar, dass Sie sich da jedes Mal, wenn Sie sowas machen, bei jedem, der aufgenommen wird, strafbar machen. Es ist ja nur die Kamera, die mein Grundstück filmt und das ganze Gesocks, was sich da vortummelt. Und ich werde dann einfach jeden, den ich auf diesem Film sehe, dessen Ehefrau zu Hause anrufen und werde ihn verpfeifen. Und dann werden wir noch mal sehen. Genau, das machen Sie, Herr Wenzel. Das mit der Kamera ist strafbar. Wie gesagt, jedes Mal kassieren Sie eine Anzeige. Wollen Sie das? Es ist doch schließlich mein Grundstück. Und es ist auch mein Institut. Wenn die, wenn, ja, auf wenn Ihrem die Grundstück dürfen Sie auch filmen. Auf Ihrem Grundstück dürfen Sie filmen, sobald Sie auf Ihr Grundstück kommen. Aber nicht draußen, außerhalb des Grundstücks. Ganz einfach. Nun gut. Aber wenn die jetzt auch noch vergrößern, das ist doch unfassbar. Dann macht mir dieser Drecksladen ganz zum Schluss wirklich mein Institut kaputt und ich stehe völlig ohne Einkommen. Sie reden jetzt die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Sie haben vorhin gesagt, ich werde jeden auffliegen lassen und die haben es auch verdient. Und da sage ich Ihnen ganz klar, das kann ich nur so auslegen, dass Sie der Meinung sind, die Herren haben es auch verdient und die haben sie auch schon auffliegen lassen wollen, oder? Und jetzt springen Sie mal über Ihren Schatten. Also, dann räumen Sie es ein. Ja, dann. Also, ja, es ist schon möglich. Ja. Ich wusste von vornherein, ne? Ja, irgendwie muss ich mich doch wehren. Ich kann doch nicht zuschauen, wie man mir meine gesamte Existenz, mein Lebenswerk kaputt macht. Das Lebenswerk, wenn ich das schon höre. Ja. Was für ein Lebenswerk? Totenwerk. Ab in Sachen. Also denken wir haben genug gehört. Eines Tages werdet ihr auch noch Leute wie mich brauchen, Herr Wenzel. Da lebst du aber nicht mehr. Ja. Bisschen mehr Respekt. Also jetzt, Entschuldigung. Bisschen Respekt. Verzeihung. Also, das war schon natürlich, jeder braucht leider mal so jemanden. Nee, wobei beliebt, ich das jetzt nicht persönlich meine, das wissen Sie. Fragen noch an die Zeugin? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt. Danke, nehmen bitte hinten Platz. Mensch, Mensch, Mensch. Bundeszentralregister des Angeklagten ist ohne Eintrag, Sie sind nicht vorbestraft. Ist, glaube ich, in Ihrem Gewerbe auch relativ wichtig. Was verdienen Sie denn so im Monat netto? Was bleibt Ihnen übrig? Jetzt bleiben vielleicht, ich habe es letztens ausgerechnet, ich kam auf 1508 Euro. Mhm. Entschuldigung, aber das... Unterhaltspflicht haben Sie keine für geschiedene Frau oder für Kinder? Nein, nee, Gott sei Dank nicht. Noch irgendwelche Fragen? Keine Fragen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme für Staatsanwältin, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, für viele Menschen ist es total unsittlich, mit dem Tod anderer Menschen sein Geld zu verdienen. Und für andere wiederum ist es moralisch total verwerflich, seinen Körper für Geld zu verkaufen. Ich persönlich verstehe die ganze Aufregung gar nicht. Ja? Der Beruf des Bestatters ist absolut wichtig für die Gesellschaft und insbesondere für die Angehörigen wahnsinnig entlastend. Umgekehrt, die Dienstleistungen von Prostituierten können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, auch sehr sinnvoll sein. Nämlich erstens, wenn auf Seite der Prostituierten kein Menschenhandel und keine Erpressung stattfindet, sie also sich ihre Freier selber auswählen können. Zweitens, die Freier nicht liiert sind, nicht verheiratet sind, kein Ehebruch und Ähnliches begehen durch den Besuch im Bordell. Und drittens, wenn beide Seiten aufpassen, dass keine gefährlichen Krankheiten übertragen werden. Ja, gut, ich gebe ja zu, dass diese Kriterien alle gleichzeitig auftreten, kommt in der Realität relativ selten vor.
aber es sei doch mal erwähnt. So, das vorangestellt. Herr Wenzel, Sie haben selber gestanden, das ist klar, Sie haben sich strafbar gemacht. Haben Sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht, über dieses Sprichwort, if you can't beat them, join them? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sie ins Bordell gehen sollen, sondern denken Sie doch mal drüber nach. Machen Sie doch mit Ihren Nachbarn einen Deal aus. Die sollen Sie in Ruhe lassen. Und Sie umgekehrt lassen Sie in Ruhe. Und dann die vielen, vielen Besucher, die Ihre Nachbarn besuchen, kommen bei der Gelegenheit auch an Ihrem Geschäft vorbei. Das kann Ihnen doch auch was bringen. Denken Sie mal drüber nach. Ich beantrage den Angeklagten heute zu 100 Tagessätzen auf 15 Euro zu verurteilen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin. Dass das zwischen dem Bestattungsinstitut und dem Bordell eine ausgesprochen schwierige, konfliktträchtige Nachbarschaft ist, das haben wir ja hier alle im Gerichtssaal alle intensiv erleben dürfen. Ich denke, beide Seiten sollten versuchen, da ein bisschen mehr Verständnis und auch ein bisschen mehr Respekt füreinander zu entwickeln. Und vielleicht kommt man ja doch irgendwann zu dem Punkt, wo man sich tatsächlich, wie Sie es angeregt haben, sich gegenseitig zumindest in Ruhe lässt und irgendwo eine friedliche Koexistenz schafft. Aber meinem Mandanten ist schon zugute zu halten, dass er jetzt hier ein Geständnis abgelegt hat und zweitens, dass tatsächlich sein Geschäft durch diese konfliktträchtige Nachbarschaft enorm gelitten hat. Ich hoffe, das ändert sich demnächst. Ich halte hier für meinen Mandanten, der bislang ein absolut straffreies Leben geführt hat, eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen für Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Wenzel, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Also, ich muss sagen, ich finde es fast unerträglich, dass man nicht mehr dagegen ankämpfen kann, dass einem fast die Existenz genommen wird. Aber ich werde eben versuchen, Ihrem Ratschlag zu folgen und mich vielleicht mit den Damen unterhalten darüber. Können Sie mal ganz gut, kurz... Ja. Nein, Sie sind jetzt mal ruhig, er hat das letzte Wort. Wollen Sie noch was sagen? Oder war ja, das es wird mir schwer fallen und deswegen, ich erbitte auch ein bisschen Respekt mir gegenüber. Ich bin eben anders eingestellt. Dankeschön. Dankeschön. Dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Kurt Wenzel ist schuldig des zweifachen Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz in Tateinheit mit übler Nachrede. § 186, 194 Absatz 1, 1, 52 Strafgesetzbuch, § 22 Satz 1, 33 Absatz 1 und 2 Kunsturheberrechtsgesetz wird deshalb zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 50 Euro sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Also wenn ein stilles und ein schönes Gewerbe aufeinandertreffen, dann kann das nebeneinander kaum gut gehen. Aber es ist nicht völlig indiskutabel, dass von den Damen ihre potenziellen Kunden in ihrer Trauer auch noch angesprochen werden und den Sonderpreis da angeboten wird. Aber kann man sich da wirklich arrangieren? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dafür sind die Gemütsverfassungen zu verschieden. Mag ja sein, dass die Kunden des Bordells, denen ist vielleicht egal, vielleicht finden sie noch toll, wenn sie da an ihre Vergänglichkeit erinnert werden, um dann umso mehr die Gegenwart auszuleben. Aber ich glaube, Ihre potenziellen Kunden, die sind einfach ja, in der Stimmung, wo sie etwas mehr Würde und Stille und Seriosität erwarten würden. Und vielleicht müssten Sie mal daran denken, dass eher Sie sich einen anderen Standard suchen. Weil ich befürchte, das Bordell sitzt da wirtschaftlich leider am längeren Hebel. Und außerdem ist es so, wie Juristen sagen, Sie sind ein sogenanntes nicht störendes Gewerbe, im Gegensatz zu denen. Und ihr ist es überall zulässig, während die kaum woanders einen Standort finden werden. Aber jedenfalls können sie nicht so agieren, wie sie es getan haben. Die Herrschaften, die dort Kunden sind, die sind es da völlig legal. Wer das macht, ist seine Sache. Und außerdem treffen sie mit so einer Aktion ja gar nicht wirklich die Betreiber des Bordells, sondern den einzelnen Kunden, den treffen sie. Und da treffen sie auch einen, der es nicht verdient hat. Der eine, der gar nicht mal Kunde war, der jetzt plötzlich in seinem Geschäft, in seiner Bäckerei große Einbußen haben. Und das wissen Sie, glaube ich, besser als irgendein anderer, was das bedeutet, wenn man zu Unrecht da Einbußen hat. Oder Sie treffen einen, dem Sie nichts vorwerfen können. Der ist kein Ehebrecher, ja, weil er ledig ist. Ja. Und im Strich allerdings meine ich, 70 Tagessätze reichen aus. Es ist für Ihr Gewerbe sicherlich sehr wichtig, dass wir eine Strafe haben, die nicht ins Führungszeugnis eingetragen werden muss. Ja? Gegen das Urteil können beide Seiten noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Frau Staatsanwältin, ich bezweifle auch, ob die beiden Gewerbe wirklich voneinander profitieren können. Dafür sind, glaube ich, Ihre Kunden zu vital und Ihre Kunden, glaube ich, sind nicht in der Stimmung für solch ein Etablissement. Vielleicht lässt Sie folgender Gedanke etwas gelassener werden. Nebenan, da ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und da ist es müßig, darüber nachzudenken, wie viel Prozent der Ehemänner
da wirklich hingehen, wie viele Prozent erledigen und wer auch immer. Bei Ihnen, da findet nur das Gehen statt. Und da sind wir alle dabei. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.